Hallo und willkommen zurück bei Horizon Forbidden West. Weiter geht's, wir sind ja noch in Kettenkranz. Wir haben in der letzten Folge den Bogen verbessert und auch ein wenig was vom Outfit. Bevor wir uns jetzt auf die Suche nach Erend machen, würde ich ganz gerne noch hier Nebenaufgaben annehmen. Irgendwo hier vorne war doch einer. Ach so, es werden auch noch andere angezeigt. Mal gucken. Drei Stück sind das, wa? Ja, genau. Drei Stück. Nehmen wir erstmal die hier vorne an. Was ist passiert? Die verdammte Mine ist mir passiert. Das war nicht der letzte Unfall, wenn Olvand weiter in den Tunneln gräbt. Welche Mine? Nordöstlich von Kettenkratz am Flussende. Ich hatte Corwin schon nach dem ersten Einsturz gewarnt, aber Olvand hat bestimmt gedroht, den Lohn zu kürzen. Oder schlimmer. Immer mit der Ruhe. Erzähl mir alles. Ja gut, nach was brauche ich denn? Ich mache erstmal, kann ich vielleicht helfen? Kürzen wir das mal ein wenig ab. Ich könnte bei Gelegenheit nach deinen Leuten sehen. Das wäre nett von dir. Danke. Neue Nebenquest, gravierende Probleme. Quest-Mini öffnen. Ah, das ist eine Stufe 5 Quest, ja. Ah, gibt zwei Fertigkeitspunkte dafür. Behalten wir das erstmal in der Hinterhand. Auf zur nächsten Quest. Irgendwo da hinten muss sie sein. Irgendwer! Ja, die Leute sind echt lebhaft, ja? Zwischen Lagerfeuern, die du entdeckt hast, kannst du schnell reisen, ohne ein Schnellreisepaket einsetzen, okay? Wir stehen hier auf der gleichen Seite, Albert. Die Dornrücken bedrohen. Ja, das weiß ich ja. Oh, spar dir das. Was willst du denn, Albert? Eine Art Bezahlung? Mein werter Magistrat, glaubst du, ich bin käuflich? Wenn du willst, dass die Pfeife ertönt, müssen eure Soldaten nur die Dornrücken ausschalten und das Konzessionsdekret unterzeichnen. Sieh's ein. Welche Wahl bleibt euch denn? Hallo. Retterin, der Zeitpunkt ist perfekt. Könnten wir eine für das Sonnenreich wichtige Angelegenheit besprechen? Können wir. Später. Sehr gut. Ich werde warten. Also, die Retterin selbst. Derwals Bezwingerin, Helis Schächterin. Vielleicht. Ich habe viel von deiner Schönheit und deinem Heldenmut gehört, mutige Kriegerin. Olvand Freihalter. Stets zu Diensten. Und was hat dich von den feinen Stoffen und Weinen Meridians an diesen Schandfleck einer Siedlung verschlagen? Deine Aufmerksamkeit als Retterin wird sicher anderswo benötigt. Es geht um die Gesandtschaft. Die Gesandtschaft? Wieso bei der Schmiede? Ah, unterwegs in einer wichtigen Sache. Das heißt wohl, dass du weiterziehst. Sobald ich alle Probleme beseitigt habe, die meine Aufmerksamkeit als Retterin erfordern. Ah, die Dornrücken natürlich. Du musst sie beseitigen, wenn du willst, dass die Gesandtschaft stattfindet. Also, fang besser an, hm? Dann mal los. Nicht so schnell. Wo ist die Pfeife? Direkt in der Stadtmitte. Aber angesichts der Bedrohung da draußen riskiere ich keine unschuldigen Osseram. Ich werde die Dornrücken ausschalten. Danach wird sich dieses Tal verändern. Wenn es erforderlich ist. Bis dahin sorge ich für die Sicherheit dieser ehrlichen Leute. Sei nur bereit zum Pfeifen. Die Dornrücken, ab welcher Stufe ist das? Oh Gott, das ist ja ab Stufe 7. Mal aber sehen, gut. Was der Kaja-Magistrat wollte. Ja. Er sagte, er sei in der Taverne. Ja, von den Dornrücken war ja schon vor einer Weile die Rede. Das scheinen Maschinen zu sein, die die Leute hier echt, ja, in Angst und Schrecken versetzen. Was haben wir hier noch? Wo ist denn die andere Quest?
irgendwo da hinten. Die Leute arbeiten hier drin. Echt geil gemacht. So, wo ist der Questgeber? Da hinten. Was mache ich denn jetzt? Hey, Mildur. Mildur. Letztes Mal in der Wildnis hatte ich einen Topf von dir dabei. Der hat mich stark gemacht. Ich hätte wohl sogar einen Läufer überrennen können. Das ist schön für dich. Klingt, als ob du hier ganz erstaunliches Essen servierst. Oh, du auch noch? Ja, du kannst den Rabatt haben, aber komm später wieder. Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Alvind schickt dich nicht? Nein. Oh, Entschuldigung. Naja, seine Schergen drangsalieren mich dauernd. Und jetzt ist auch noch meine Spezialpfanne hin. Ich stecke mitten in einer Krise. Könntest du mir einfach sagen, was du willst? Etwas zu essen? Natürlich. Dein letzter Kunde meinte, dein Essen habe ihn in der Wildnis stark gemacht. So etwas könnte ich auch gebrauchen. Ich wäre dir wirklich gern behilflich. Besonders, weil du den Anstand hast, höflich zu fragen. Aber... Aber meine geliebte Spezialpfanne ist hin. Ohne sie kann ich meine Spezialitäten nicht kochen. Wer weiß, was passiert, wenn ich Arvind oder seine Schläger abweisen muss. Selbst wenn ich die nötigen Zutaten schon hätte, könnte ich nichts tun. Es sei denn, du könntest mir einen Ersatz besorgen. Was brauchst du denn? Als Zutaten? Ein paar Stücke ordentliches Wildfleisch und Bitterkrautstängel. Eine Handvoll. Das war's. Und als Pfanne reicht notfalls vielleicht eine gewellte Metallplatte, bis ich mir eine neue besorgen kann. Du findest sicher eine in einem Wühlerhaufen, wenn du dem Fluss nach Nordosten folgst. Keine Sorge, ich mach sie sauber. Das Wildfleisch und Bitterkraut zu besorgen wird kein Problem sein. Deiner Kleidung nach kennst du dich mit Jagen und Sammeln ja aus. Danke, Mildur. Ich halte Ausschau. So hört sich also Dankbarkeit an. Und du lässt dich nicht herumschubsen, okay? Wenn du meinst. Ja, da haben wir die nächste Quest. Eine Prise Wagemut. Und wir brauchen... Ja, wir brauchen ein paar Sachen dafür. Ich habe schon ein bisschen was, wie ich gerade sehe. Ah, ja, ist auf Stufe 5. Na gut, egal. So, das war erstmal alles, was ich jetzt einsammeln wollte. Jetzt machen wir uns so auf die Suche nach Erend. Oh, Kampfplatz, Kettenkratz. Ich wette, auch die Retterin braucht Kampftraining. Ja, sollte ich das machen? Nee, mache ich jetzt noch nicht. Obwohl. Na, wir können es ja mal ausprobieren. Habe ich dazu jetzt auch eine Quest bekommen? Tatsache. Ah, ist sogar für Stufe 1. Okay, die können wir ja mal machen. Du wolltest mit mir sprechen? Tja, du weißt besser als sonst wer, dass es da draußen gefährlich ist. Und nicht nur wegen der Maschinen. Ich bin Orduk. Das ist mein Trainingsplatz. Der beste Ort für Nahkampftraining diesseits des verbotenen Westens. Tja, wer würde im Kampf wohl gewinnen? Du, die Retterin von Meridian, Streiterin des Ostens. Oder das Fortdauern, Meister des Westens. Wer? Das Fortdauern. Ein legendärer Tenakt-Krieger, der Meister der Meister. Es heißt, die Tenakt hätten Trainingsplätze wie dieser hier. So werden ihre Krieger so stark, verstehst du? Und nur wer auf dem Platz am besten ist, darf mit dem Fortdauern trainieren. Um das Fortdauern zu finden, müsste ich also Ausschau nach solchen Trainingsplätzen halten. Da stünde dir ein weiter Weg bevor. Von den Tenakt gibt es 3 Clans. 3 Clans, 3 Hauptstädte, 3 Trainingsplätze. Ich schätze, du müsstest sie alle besiegen, um mit dem Fortdauern zu trainieren. Das heißt, falls die Tenakt dich nicht sofort töten. Aber das ist Zukunftsmusik. Denn für den Augenblick biete auch ich dir Prüfungen für dein Kampfgeschick. Wer wäre mein Gegner dabei? Du? Ja, du bist die Retterin und all das, aber du musst erst alle anderen besiegen, um mich herauszufordern. Wir benutzen aber nur stumpfe Klingen und Übungspfeile. Sonst würden diese Trunkenbolde sich gegenseitig aufspießen.
Du musst bis auf Speer und Übungspfeile alles am Tor zurücklassen. Aber keine Angst, ich passe auf deine Sachen auf. Also, was sagst du? Lust auf ein Training? Warum nicht? Das höre ich doch gern. Nahkampfplatz. Nahkampfplätze sind dafür da, deine Nahkampfkünste gegen andere menschliche Gegner zu testen. Schließe alle Herausforderungen gegen andere Kämpfer ab, um schließlich gegen die Lehrmeister anzutreten. Der Kampfplatz erlaubt dir außerdem, deine Nahkampfkünste in einem Tutorial gezielt zu üben oder ein offenes Training durchzuführen. Ja, wir starten mal eine Übung, oder? Aber hier steht ja auch was von Kombos. Das habe ich noch nicht. Leichte Angriffe, Wuchtangriffe. Ach, das ist der aufgeladene, ne? Resonatorstoß, Nora-Kriegerin, Blockbrecher. Was haben wir hier noch alles? Das haben wir noch gar nicht. Aber ein Tutorial starten wir jetzt mal. Wie läuft's, Hammerkopf? Ja! Eine neue Quest haben wir auch bekommen. Trifft den Gegner mit Wuchtangriffen. Meine Güte, ist der weggeflogen. Ignorierst du mich wieder? Wuchtangriffe durchbrechen die Abwehr und richten massiven Schaden an. Doch sie sind langsam und du verwundbar. Also achte aufs Timing. Er hat seinen Helm verloren. Du hast Wuchtangriffe gemeistert. Alles klar, das war schon. Komm, dann machen wir das hier auch noch, wenn es so schnell geht. Zum Aufbruch? Immer mit der Ruhe heute. Achso, Tippe R2 an euch. Achso, nur ganz kurz. Besser werden. Schwere Angriffe durchbrechen die Abwehr und sind stärker. Aber sie sind langsam, so können deine Gegner kontern. Naja, bei Maschinen könnte ich das auch ab und an mal anwenden. Da trenne ich dann bestimmt Maschinenteile ab. Machen wir mal die leichten Angriffe. 9 Mal muss ich ihn treffen. Ah. Leichte Angriffe sind schnell, aber leicht zu blocken. Also übe sie mit anderen zu kombinieren. Na, mal gucken, wie sich Aloy bei den Kombos dann anstellt, ja? Okay, das haben wir jetzt schon mal. Versuchen wir es mal. Ach nee, geht noch gar nicht. Ach so, hier ist nur eine Übung, ja, was ich so habe. Aber mal gucken, ob wir dadurch vielleicht noch was freischalten. Jetzt greift er auch an. Okay, ich verstehe. Boah. Ja, das kannst du ja blocken. So, machen wir mal den aufgeladenen Angriff. Dadurch brechen wir auch seine Abwehr. Ah, das Nahkampfsystem ist in dem Teil echt geiler gemacht als wie im Vorgänger. Ah, verdammt, da muss ich aber auch treffen. Ah, verdammt, ich war am Trigger. Ja, oh, das hat ausgereicht. Er hat keinen Helm mehr. Und eine Hose hat er auch einen an. Geil. Na komm, jetzt ist den hier. Uah. Hoffentlich bis bald. Verdammt, Aloy. Okay, der macht immer eine Dreier-Session, habe ich mitbekommen. Ich glaube, das war's. Niederschlag, Wuchtangriff und los. Ah, das geht noch weiter. Echt jetzt? Ja, verdammt. Kann ich eventuell den Gegner auch irgendwie anvisieren? Ach du meine Güte. Na komm mal her, mein Guter. Oh, der war knapp. Das war so ein Er-oder-Ich-Ding.
Oh, ich bin fast im Eimer. Oh, verdammt. So, Elle, komm, den shoppen wir. Kann ich auch mit Bogen bearbeiten? Wow! Okay, das fällt mir früh ein, ne? Wie immer. Ach du meine Güte. Ein Treffer brauche ich noch. Und dann haut der Lümmel immer ab, wenn ich den treffen will, mit dem aufgeladenen Angriff. Oh, der war knapp gerade. Der war richtig knapp. Wuchtangriff. Tut mir leid, ich weiß nicht so recht. Meine Güte, wie lange geht das hier noch, bis er keine Kleidung mehr anhat? Ich will ihn ja nicht nackig sehen. Kurz Luft schnappen, hm? Machen wir es mal mit den leichten Angriffen. Oh mein Gott. Was, kannst du bitte mal leise sein? Entschuldige mal bitte, hört er nicht kommentieren oder was? Oh, das war klar. Das ist ja geil, was hab ich denn jetzt am Start hier auf einmal? Na, die Zuschauer sind auf meiner Seite, glaube ich jedenfalls. Kann es sein, dass gerade auch Gesundheit dazu gekommen ist? Na ja, okay, ich glaube, das war's dann, ne? Kann ich? Ich will das beenden. Die Retterin von Meridian gewinnt! Echt, ja? Oh, ich dachte schon. Du wurdest während der Herausforderung bewusstlos geschlagen. Na, tolle Nummer. Ich glaube, das konnten wir gar nicht überenden, weil uns noch ein paar Angriffe fehlen. Bin mir aber nicht sicher, aber war auf jeden Fall mal ein tolles Geweg, das auszuprobieren. Haben wir das noch als Quest? Mal gucken. Nee, haben wir nicht mehr. So, dann... Ja. Die Hauptquest. Wo ist die Hauptquest? Genau. Das will ich mir markieren. Deaktiviert? Nee, aktiviert. Wir wollen noch Ehrend suchen. Komme ich jetzt aus der Siedlung nur durch das Haupttor? Oder komme ich hier auch rüber? Ah, ich komme hier, glaube ich, auch rüber. Ne? Nicht, aber... Ach so, das ist ja, vielleicht von draußen markiert. Oh, ich drücke zu oft R1, um irgendwie wahrscheinlich darüber zu klettern. Also wegen Sprinten und so. Hm, okay, dann kommen wir nur durch das Haupttor. Ich hätte es jetzt echt cool gefunden, hätten wir einfach darüber klettern können. Ich muss weg. Tut mir leid. Ja, ich bin auch auf der Durchreise. Okay, machen wir uns auf die Suche nach Ehrend. Unterwegs können wir natürlich noch Maschinen klar machen, ist ja klar. Oh, was ist das da hinten für ein Maschinchen? Das scanne ich doch gleich mal. Schon mal und wohin willst du? Ah, das ist einer der Dornrücken. Das brauchen wir alles. An deinen Vorrat wird das auch geschickt, wie ich gerade sehe. Wo sind denn hier bitte schön die Wild? Tiere. Dann kann ich diese eine Quest doch bald abschließen. Der Dornrücken ist aber mit Absicht weggerannt, oder? Das hat doch was mit der Quest zu tun. Ah, da liegt noch einer. Das ist ein Dornrücken, oder? Ich brauche unbedingt Beeren. Beeren sind nicht zu entbehren. Kann ich hier looten? Nee, kann ich nicht. Haben wir hier noch Wildtiere? Nee, nicht wirklich. Jedenfalls sehe ich hier keine. Was ist Stolperdraht? Elementarlimit ausgelöst, ja?
Ist das ein Kampfplatz oder so ein Trainingsplatz? Kann das sein? Oh, was haben wir denn da? Wildfleisch war da drin. Na, das brauchen wir ja. Hier ist alles mit Stolperdraht versehen. Hey, du! Es soll sich lohnen, wenn du diese Hügel erledigst. Irgendwas ist immer. Halt durch! Mal sehen, was ich tun kann. Versuch sie in die Stolperdrähte zu locken. Ich soll die in diese Stolperdrähte locken. Kann ich machen? Wird mal eine Falle aufstellen. Gleichmäßig atmen. Überlegen, was als nächstes kommt. Na, du brauchst gar nicht abhauen. Du kleiner Wühler. Nochmal eine Falle aufstellen. Oder ich stelle noch einer her. Auch gute Idee. Das macht Aloy ja relativ schnell. Oha, da ist auch noch so ein Hühler. Ah, der ist in den Stolperdraht geflogen oder gelaufen in dem Fall. Jetzt ist er gelähmt, dann kann ich mir den schnappen, wa? Ah, verdammte Axt. Oh, wieso erledigst du sie so? Wofür sind denn die Stolperdrähte? Ja, du bleib mal locker. Einer ist ja da reingerannt, ne? Wow. Ich wäre selber fast in den Draht gerannt. Ich könnte das auch entschärfen, mache ich mal. Gibt 18 Metallscherben. Den einen Wühler schnapp ich mir so. Auch wenn der da oben das nicht mag. Okay, gut. Leg sie um, wie du willst. Aber Drähte sind besser. Okay, das ist ein kleiner Drähtefetischist. Ich hab's mitbekommen. Das kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Auf jeden Fall. So. Schwachstelle. Er weiß nicht, wo ich bin. Ich scanne ihn mal noch. Ah ja, hinten hat er noch diese eine Schwachstelle. Ah, jetzt kommt er zu mir. Und jetzt hat er gesehen, wo ich bin, ne? Na, warte mal. Ich lock dich mal zu meinen Fallen, ne? Komm mal her. Na komm. Ein kleines Tierchen. Oh, hoffentlich rennt er da genau rein. Okay, ist er. Ach du Scheiße. Das war der letzte. Ja, war das jetzt eine Quest oder nicht? Ich entschärfe das mal, wa? Komm schon her. Ich will mich ordentlich bedanken. Ja, ja, gleich. Jetzt darf ich nicht mal looten, oder wie? Ey, der Typ hat's ja auch echt nicht so mit Zeit, oder? Das Blöde ist natürlich bei den Wühlern, die haben halt auf dem Rücken diesen einen Behälter, also die Schwachstelle, und hinten am Arsch. Die sind dann am Arsch, kann man so sagen, glaube ich. Und den einen konnte ich halt nicht so wirklich treffen. Aber er ist in meine Falle. Hey. Komm doch mal kurz, ja? Ich bin nicht Rotschopf, ich bin Flammenhaar. Jedenfalls hat uns Petra so genannt gehabt. Fand ich auch geil. Ich sehe, du bist eine versierte Jägerin. Du hast die Wühler schneller erledigt, als die Garde einen Dornrücken. Dann ist die Garde hier durchgekommen? Ja, noch nicht lange her. Haben den Dornrücken erledigt und sind nach Süden. Und dann tauchten die Wühler auf, um den Kadaver zu zerlegen. War ja klar. Dann kam noch ein Dornrücken hier durch. Ich sag's dir, hier geht's verrückt zu. Die Garde ging also nach Süden.
Vermutlich. Im ganzen Tal wimmelt es von denen. Die Garde schien fest entschlossen, sie auszurotten. Verstehe. Moment mal, Rotschopf. Wenn du im Schrecken jagen willst, brauchst du eine Stolperfalle. Und nicht irgendeine Stolperfalle. Eine von meinen. Kostenlos. Handwerklich solide gemacht. Yep. Hab das Design verbessert, seit ich von Kettenkratz weg bin. Hier ist mehr Platz zum Basteln und weniger potenzielle Unfälle. Ich muss jetzt gehen. Danke für die Stolperfalle. Während du die Dornrücken erledigst, mache ich mich auf den Weg runter ins Jagdgebiet. Weißt du, dass es eine Stolperfallenprüfung gibt? Komm vorbei, wenn du sie versuchen willst. Vielleicht, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Erin ging also nach Süden. Ich sollte seine Spuren mit dem Fokus finden können. Okay, das ist natürlich geil. Stolperfallen erlauben dir, verschiedene Arten von Stolperdrähten zu platzieren. Tippe R2 an, während du zielst, um den ersten Ankerpunkt zu setzen, und feuere erneut, um den zweiten zu platzieren. Es gibt ein Limit, wie viele Stolperdrähte man zur selben Zeit platzieren kann. Wir hatten diese Waffe natürlich schon mal im ersten Teil. Gegner, die den Stolperdraht auslösen, nehmen Schockschaden und Schockaufbau, was durch ein Symbol über ihnen angezeigt wird. Wenn das Aufbausymbol voll ist, dann werden Gegner für eine kurze Zeit geschockt. Gegner können sich in dem betäubten Zustand nicht bewegen und sind anfällig für kritische Treffer von Nahkampfangriffen. Ja, das haben wir gesehen. Ja, was ich, wie gesagt, noch sagen wollte, diese Waffe hatten wir auch im ersten Teil schon. Natürlich hatten wir auch schon diese Frostschleuder, aber wir kriegen jetzt alles nach und nach wieder. Und natürlich sicherlich auch noch eine neue Waffe. Habe ich hier Schaden genommen? Nee. Okay, wo ist jetzt... Ja, wo ist jetzt die Quest? Boom. Und das dann mit dem Holoschirm hier machen, ist richtig geil. Da kann ich im Kampf richtig schnell abhauen. In dem Fall. Mach ich nochmal, finde ich total geil. Zack. Und dann kann ich da auch wieder ran. Das ist geil. Von hier oben hätten die mich gar nicht erwischt, ne? So, scannen wir mal die Location. Da war nichts weiter, okay. Wo ist denn jetzt hier die Quest? Auf Ehrenspuren. Mhm. Ah, hier muss ich durch. Muss ich hier was scannen? Okay, da ist ein Wildschwein. Das würde ich ganz gerne erledigen. Ich brauche unbedingt Wildfleisch. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. So, das sollte genug Wildfleisch für Mildov sein. Ja, aber Bitterkraut fehlt uns ja noch. Wo habe ich das denn gesehen gehabt? Das muss ja anders aussehen. Suche nach Ehrenspuren. Ach ja, genau, hier vorne war das, ja. Was ist das? Hier ist doch irgendwas. Okay, ich sehe im Moment nichts, aber was ich auf jeden Fall sehe, ist ein Waschbär. Ich könnte meinen Fokus einsetzen. Naja, das kennen wir schon aus dem ersten Teil. Ich bin eigentlich an der Stelle, da wo ich hin soll, in dem Fall sogar hier vorne. Mach den Fokus an und irgendwie haut es nicht hin. Wo sind denn hier bitte schon die Spuren? Da hat doch irgendwas hier herausgeragt, genau das hier. Ach so, das hat, glaube ich, mit den Stolperfallen zu tun, ne? Ah, da sind die Spuren. Spuren. Vielleicht von Erend und der Garde. Ja, mit Sicherheit. Da fällt mir gerade auf, hier ist, wie gesagt, die Stolperfalle jetzt auch. Wir haben im Moment nur diese Schockstolperfalle, also die Munition dafür. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. So, jetzt haben wir die Spur markiert, jetzt geht's weiter. Ach so, die sind hier lang gelaufen.
Das war auch schon im ersten Teil so mit der Spur. Was haben wir denn da? Ah ja. Das ist so ein Donnerrücken, wa? Entdeckt Relikt. Ruinen. Mhm. Da oben ist auch so ein Donnerrücken. Da muss ich sowieso durch. Oh mein Gott. Eine der Ruine Kämpf aus der alten Welt. Da drin ja. Findet sich bestimmt etwas Interessantes. Warte mal, der Kampf gegen den Donnerrücken. Die Maschine ist zäh. Säure bringt hier nichts. Nicht? Aber ich kann den eventuell ja, mit der Stolperfalle ausschalten, wenn ich ihn zu mir locke. Muss nur mal gucken, wie ich die am besten platziere. Achso, ich kann nur zwei Fallen auf einmal platzieren. Ich verstehe. So, jetzt noch die richtige Waffe auswählen. Und dann, wenn es geht, noch seine Schwachstelle treffen, ne? Meine Güte, der dreht ja am Rad. Muss die Behälter treffen. Das Ding ist schnell. Ich glaube, die Säurebehälter kann ich dann nur treffen, wenn ich auch Säurepfeile habe. Damit kann ich die, glaube ich, nur zum Explodieren bringen. Irgendwie wurde das, glaube ich, gesagt. Okay, ein Behälter hat mal abgetrennt. Jawohl. Dann mal los. Also, wenn sie die Behälter verlieren, ja, das macht echt viel Schaden bei denen. Und mit Säurepfeilen... Ja, glaube ich, wurde aber gesagt, dass wir den zu Leibe rücken können. Aber eben hat Aloy gesagt, es bringt nichts. Daher habe ich das auch gelassen. Looten wir den mal. Diese Maschinenkerne, glaube ich, die können wir auch verkaufen. War jedenfalls im ersten Teil so. Was haben wir hier? Ich würde meine Beine gern wieder spüren, Retterin. Na, ich helfe dir mal. Wir sind dir sehr dankbar, Retterin. Nur Aloy. Aloy reicht schon. Erend hat erwähnt, dass Titel nicht dein Ding sind. Ihr seid Gardisten. Wir begleiten Wardis wertvollen Hintern zur Gesandtschaft. Wenn wir diese Dornrücken loswerden. Wir sollten Kettenkratz im Auge behalten. Dann tauchten diese Viecher auf. Den ersten habe ich schnell erledigt. Aber ich konnte nicht rechtzeitig ausweichen, als er fiel. Ich habe dir gesagt, dass du vor einem Einsatz nicht so viel essen sollst. Ich sollte jetzt wohl mal los. Und wenn du unterwegs auf Dornrücken triffst... Lass ich keinen auf mich drauffallen. Vielleicht willst du ein paar hiervon mitnehmen. Sind recht praktisch im Kampf. Danke. Mach's gut, Aloy. Rezept Rauchbombe. Auch geil. Verwende Rauchbomben, um Gegner in der Nähe zu verwirren und zurück in die Tarnung zu flüchten. Rauchbomben können auch unter Wasser benutzt werden. Echt jetzt? Unter Wasser? Auch geil. Ja, das ist auf jeden Fall komplett neu. Mit den Rauchbömpchen. So, ich darf natürlich aber mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche. Naja, gut. Wo führte die Spur lang? Hier oben, ne? Ja, genau. Da ist aber, glaube ich... Die Dornrücken sind überall... Ja, genau, das war ein Dornrücken. Wie sie es gesagt hat, die Dornrücken sind überall. Dann folgen wir ihnen mal. Wo ist er denn hin? Ihm war er da? Jetzt ist er weg. Kann ich die hier looten? Haben die was? Tatsache. Immer her mit den Metallscherben. Metallscherben brauchen wir sowieso. Ah, die sind doch richtig ausgebrannt, die Gräber, ne? Gucken, wie lange das jetzt dauert, um Ehren zu finden. Da bin ich ja mal gespannt. Oha. Da hinten sind Wühler. Da ist auf jeden Fall ein Wühlerareal.
Aber die kann ich eigentlich umgehen, oder? Mal gucken, wie viel sind das denn? Oh, ein Wildschwein. Wildschwein! Bleib hier, ich brauche noch was von dir. Voll in den Arsch geschossen. Wildschweinhaut, jawohl! Das brauchen wir für den Beutel. Ich muss immer Ausschau nach den Tieren halten. Im ersten Teil konnten wir Füchse, Hasen, Waschbären, Fische und all sowas jagen. Das wird in dem Teil wahrscheinlich auch so sein. Und da unten ist das Wühlerareal. Wir sollen ja auch was von einem Wühler besorgen. Durfte ja nicht vergessen. Habe ich auch noch im Hinterkopf gehabt. Von daher möchte ich das hier machen. Die kann ich noch nicht überbrücken. Ich brauche Daten aus einer Brutstätte, wenn ich eine finden kann. Ja, ist klar. Ich weiß Bescheid, Ella. Ich weiß. Nein! Oh, ich wollte doch einen Stein werfen. Was? Steine kann ich auch herstellen? Na, aber ich habe nur angewählt. Ich wollte doch, einen Stein werfen. In dem Fall. Warum ging das eben nicht? Verdammt, er hat mich gesehen, oder? Leise jetzt. Nicht leise. Kenn die Schwachstelle. Na, komm mal her, du kleiner Bühler. Wow! Das ist neu, dass sie das drauf haben. Ja, den hätte ich fast, ne? Hab ich ihn erwischt? Ach du Scheiße. Ey, dass sie sowas am Start haben, ist neu. Aber das war der erste Streich. Und der zweite folgt zugleich, wenn ich dann mal die Schwachstelle treffe, ne? Das war schon ganz nice. Wow. Ich muss ihm hinten das Bauteil da abtrennen. So, jetzt aber, ne? Dreh mal deinen Arsch rum. Ah, so geht's auch. Keine Munition mehr? Echt jetzt? Ist das dein fucking Ernst? So, das waren alle, oder? Waren ja nur zwei. Sollte ich nicht in einem Wühlerhaufen irgendwas suchen? So eine Metallplatte? Klar, hier muss doch irgendwas sein. Aha, das könnte es sein, oder? Ah, nee, ist der Rohstoffbehälter. Wo ist denn jetzt hier noch dieser Wühlerhaufen? Aber ich glaube, das mit der Quest, ja, das führt uns dann wahrscheinlich noch zu einem anderen Areal. Weil eigentlich, habe ich das hier alles durchsucht? Na gut, egal. Folgen wir erstmal weiter der Spur. Irgendwas war hier aber noch. Achso, Beeren waren das, glaube ich. Ja, aber warum das mit dem Stein halt nicht ging? Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt einen Stein schmeißen will, muss ich nur ausprobieren. Ah, okay, jetzt hat es das ausgerüstet. Mhm, na okay. So, switch mal nochmal umher. Geht das auch in der Hocke? Ich will es nochmal ausprobieren. Stein. Alles klar. Keine Ahnung, warum das davor nicht geklappt hat. So, wo ist denn jetzt hier die Spur? Da oben ist die Spur. Ah, hier ist irgendwo ein Waschbär. Klang auf jeden Fall nach einem Waschbär. Oder etwa nicht? Stein aufheben? Nee, lass mal.
Da ist ein Waschbär. Hat er was? Ah, na. Das verstaue ich für später. Naja. Ey, Leute, du musst das nicht immer sagen. Du kannst es einfach machen. Oh, oh. Irgendwas hat mich gesehen. Ah ja, okay. Ein Säuredornrücken. Wildschwein! Die Musik ist ja geil. Aber das ist das Ziel, wo ich hin muss, oder? Kann das sein da oben? Ja, da muss ich hin. Nein, da muss ich mich ja um den Säuredornrücken da oben kümmern. Ich mach das diesmal auch mal mit den Säurepfeilen. 10 Stück habe ich am Start. So, den scannen wir gleich mal. Ah ja, das Teil kann ich mir auch markieren, ne? Ja, habe ich mir markiert. Hat die so wirklich was gebracht? Kann das sein? Ach, das ist der für die Quest. Der haut immer ab. Verdammt. Jetzt habe ich Giftschaden genommen. Als wäre jemand im Kämpfen. Einer weniger. Das hier. Dafür wurde ich geboren. Keine Buchhaltung. Keine öden Patrouillen am Nachmittag. Nur der Hammer. Nur der Kampf. Aloy? Erend! Bleib, wo du bist. Ich mach den Rest. Ja, wir haben endlich Erend gefunden. Der gute alte Erend. Ach du Scheiße, okay. Diese Dornrücken haben Säurekanister auf dem Rücken. Ich kann eine Kettenreaktion auslösen, wenn ich sie mit Säurepfeilen treffe. Ach, guck mal an, jetzt geht das auf einmal doch, oder wie? Ich bräuchte sehr viel Säure, um sie zu erledigen. Ich kann die Stämme auf die Maschinen fallen lassen, wenn ich sie hinlocke. Mal gucken, der steht da ganz gut. Nee, das war doof. Okay, versuchen wir es mit dem Säurepfeil. Okay. Weißt du, wo ich bin? Kann ich hier irgendwie dann abhauen? Das ist doch so eine Art Trainingsareal, ne? Okay, der kriegt jetzt Säureschaden. Beenden wir das schnell. Ach du Scheiße. Volltreffer! Okay. Das ist schon mal ganz gut. Wow. Oha, okay, ich sehe nichts. Boah, diese garstigen kleinen Verwüster. Boah, ich bin extra da ausgewichen. Scheiße. Na, und nu? Was war denn das gerade hier? Was soll denn der Shit? Nu, halt mal an hier, ne? So, das war Säureschaden. Extra nur für dich, Schwachstellentreffer. Abgetrennt. Wow. Oh, das hat wehgetan. Hat er noch eine weitere Schwachstelle? Wie Hammer. Ja, er hat noch einen Kanister.
er hatte. Okay, das war's ja auch schon. Geiler Scheiß. Die sind also doch relativ anfällig, wenn ich die mit diesen Pfeilen treffe. Ist ja geil. Ätzen die richtig weg? Naja gut, nicht ganz. Meine Güte, die haben aber ordentlich Loot. Ja, Irren, ich bin gleich da. Eine Spule ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Schalte Spulenplätze für deine Waffe frei, indem du sie verbesserst. Rüste Spulen aus, die du erbeutest oder kaufst, um die Leistung deiner Waffe zu verbessern. Ja, ja. Das war so eine Waffenspule, ne? Hier ist noch so eine Truhe. Gucke ich mir gleich mal an. Ich glaube, wir können auch bei Gewebe irgendwas verbessern oder in dem Fall modifizieren. Hier ist noch Grünglanz, das brauchen wir. So oft finden wir das ja auch nicht. So, dann gucken wir mal schnell beim Inventar. Genau, hier haben wir das. Kritische Trefferchance. Aber das kann ich, glaube ich, nur an der Werkbank machen, oder? Vorher konnte ich das direkt im Menü machen. Werkzeuge, Munition. Wir haben noch einen Fertigkeitspunkt, wie ich gerade sehe. Was haben wir denn hier? Breiter Stoß. Feuere 8 Bolzen deines momentan ausgewählten Typs in einer breiten Streuung mit kurzer Reichweite. Okay, das wäre für einen Bolzenschießer. Wir machen erstmal hier weiter. Was wäre das andere hier drüben? Ah ja, okay. Das ist ja geil. Eine Salve. Für den Jägerbogen. Ey, das ist ja echt geil mit den Fähigkeiten. Ja, schade. Ich glaube, ich kann jetzt direkt so keine Spule modifizieren. Jedenfalls nicht so live. Dazu müssen wir dann wirklich an die Werkbank. Ich meine, wir können mehr machen. Modifizieren ist schon klar, ne? Aber wir müssen auch jedes Mal an die Werkbank, glaube ich, auf jeden Fall. Das wird mir erstmal nicht ausgehen. Im ersten Teil konnten wir das immer live machen. Na gut, reden wir erstmal mit Erend. Genau zur rechten Zeit, wie immer. Tja, du hattest den schweren Teil für mich. Blieben nur ein paar Nachzügler. Wie schlimm ist es? Das hier, wer braucht schon Rippen? Schon gut, schon gut. Okay, tja, du bist nicht bis in den Schrecken gekommen, um zuzusehen, wie ich verprügelt werde. Worum geht's? Die Gesandtschaft muss stattfinden. Dann kann ich nach Westen. Irrend, was ich beim Turm getan habe, was wir taten, hat die Gefahr nicht beseitigt. Nur verlangsamt. Es gibt noch mehr zu tun. Wirklich? Das ist großartig! Ich meine, nicht der Gefahr ist nicht vorbei, Teil, der ist nicht so toll. Aber hey, was immer du bekämpfst, dein Speer, mein Hammer, wie in alten Zeiten. Oh. Erend, ich brauche die Gesandtschaft jetzt. Ich kann nicht auf deine Heilung warten. Ein paar Tage Ruhe, mehr nicht. Eigentlich, selbst wenn du nicht verletzt wärst, was ich tun muss, das mache ich besser allein. Allein? War ja klar. Erend! Ich störe euch Turteltauben nur ungern, aber ich bin ziemlich erledigt. Ja, stell dich nicht so an, ich komme. Oh, es wird ja immer besser. Hör zu. Ich lass mich zusammenflicken. In Fahrlicht. Wenn die Gesandtschaft stattfinden soll, brauchen wir diesen Sonnenpriester. Den gelehrten Wadis. Oh, den kenne ich. Ich befreie das Tal von Dornrücken und schicke dann Wadis nach Fahrlicht. Dort treffe ich dich. Schätze, das ist eine Art Lebwohl. Wie bitte? Du bittest? Wäre das erste Mal. Was willst du damit sagen? Hey, vergiss es einfach, ja? Ach, es ist nichts. Klingt aber nicht so. Okay, gut. Nach der Schlacht beim Turm, als du fortgingst, du bist ohne einen Handschlag aufgebrochen.
Leute wie ich haben an deiner Seite gekämpft und geblutet, Aloy. Und du haust ab. Wer tut schon sowas? Okay, jetzt stehen wir hier an einem Grat der Entscheidung. Entscheidungspunkte bieten Möglichkeiten, eine emotionale Wahl zu treffen, wie Aloy ihre Persönlichkeit ausdrückt. Liegt an dir. Na gut. Wir sind mal nett. Erend, hör mal. Tut mir leid, es war nicht leicht für euch, als ich fortging. Und es ist auch jetzt nicht leicht, aber... was ich getan habe... Das Leben auf der Erde ist in Gefahr. Und nur ich kann es retten. Das Leben auf der Erde? Ja. Alles wird sterben, wenn ich scheitere. Dann lass mich helfen! Das geht nicht. Wir müssen nicht gegen Maschinen oder böse Typen kämpfen, was ich tun muss. Ich kann es nicht mal erklären. Nicht bei Menschen, die mir wichtig sind. So viel zu nützlich sein. Okay. Erend! Bei der Schmiede! Das war mein Stichwort. Vielleicht sollte ich mit euch nach Fahrlicht gehen. Nein. Du bist anderswo gebraucht. Wie es scheint. Wir kommen ohne dich klar. Okay. Ich wusste gar nicht, dass das, am Ende... Das geht gar nicht gut. Du wirst dich alleine darum kümmern müssen. Wir halten dich nur auf. Ah ja, okay. Ja, wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass es am Ende so abgelaufen ist, dass Aloy da einfach so abgehauen ist. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr an jedes Fitzel vom Ende des ersten Teils erinnern, wenn ich ehrlich bin. Okay, da ist der Ursprung der Explosion. Hier unten ist noch was Unbekanntes. Ich zoome mal ein Stück raus. Hier ist noch so eine Ruine. Reliktruinen der Schrecken. Haben wir das Lagerfeuer hier schon aufgedeckt? Weiß ich gar nicht. Naja gut, wie dem auch sei. Ich würde sagen, das reicht erstmal für diese Folge. Wir haben Erend gefunden. Eine neue Waffe haben wir auch bekommen. Und wir hatten auch ein wenig Action. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wenn ihr möchtet, schaltet auch zur nächsten Folge ein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Horizon Forbidden West.